Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Ypos Finanzplanung darf ich Sie sehr herzlich zu unserem ersten Lunch-Update für Anleger begrüßen. Das Ziel ist Ihnen, in 15 Minuten ein kompaktes Update zu den Kapitalmärkten zu geben. Hierbei möchte ich mich weniger auf Sachen konzentrieren, die Sie ohnehin in der Zeitung lesen, sondern Ihnen Hintergrundinformationen vermitteln, die Sie hoffentlich dabei unterstützen, Ihre langfristige Anlagestrategie durchzuhalten. Und sofern Sie noch keine Anlagestrategie ermittelt haben, stehen wir natürlich als Ansprechpartner zur Verfügung. Steigen wir direkt ein, dann schauen wir uns mal die Entwicklung in den vergangenen Tagen und Wochen an. Wir sehen eine Flucht in Sicherheit. Zum einen die US-Staatsanleihen dargestellt über die Papiere mit einer 10-jährigen Restlaufzeit. Da sehen Sie, da geht es ein gutes Stück nach oben, weil in Phasen der Verunsicherung werden Staatsanleihen gesucht, solide Staatsanleihen wie zum Beispiel die deutsche Staatsanleihe oder auch die US-amerikanische Staatsanleihe stehen hier im Fokus der Investoren, weil sie natürlich A ein geringes Ausfallrisiko haben, B bieten sie natürlich eine hohe Liquidität, das heißt auch in Stressphasen kann man erwarten, dass man seine Position jederzeit reduzieren kann und so ein typischer Fluchthafen dementsprechend hier die Staatsanleihen. Und auch wenn die Renditen auf einem extrem niedrigen Niveau sind, also für deutsche Staatsanleihen müssen Sie mittlerweile rund 8 Jahre Anlagehorizont in Kauf nehmen, damit Sie keine negative Rendite haben, scheint dieser Trend momentan durchaus intakt zu sein. Da sich viele fragen, wer zum Teufel geht denn eigentlich Renditen ein, die negativ sind? Warum kauft man sowas? Daher ein kleines Praxisbeispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sind verantwortlich für die Liquiditätshaltung in einem großen Unternehmen. Ihr Unternehmen verfügt über rund 100 Millionen Euro Kriegskasse, die eben hier auf Bankkonten liegen. Und nun ruft die Bank Sie an und sagt: Naja, Sie haben ja in der Zeitung gelesen, dass die Europäische Zentralbank von uns als Bank 0,3% Strafzins haben möchte. Dementsprechend als guter Kunde können Sie 20 Millionen weiterhin bei uns lagern ohne Strafzins, aber für die anderen 80 Millionen müssen wir Ihnen leider 0,3% Strafzins berechnen. Dann schauen Sie sich die Alternativen an und stellen fest, na gut, für eine kurzlaufende deutsche Staatsanleihe zahle ich einen Strafzins von vielleicht 0,4% und beim Staat habe ich ein geringeres Ausfallrisiko, also ist doch der Preis von 0,1% mehr Strafzins ein durchaus attraktiver Preis, um das Geld nicht bei der Bank liegen zu haben, sondern es dem Staat zu geben. Und in einem Umfeld, wo die Kreditausfallversicherungen von Banken teurer werden, wo große Bankinstitute wie die Credit Suisse, wie die Deutsche Bank mit massiven Verlusten am Aktienmarkt konfrontiert sind, sehen wir natürlich hier eine prozyklische Entwicklung, weil die verantwortlichen Personen möchten natürlich auch ihr eigenes Karriererisiko absichern und wegen einer 0,1% Differenz kann man sich natürlich durchaus mal dafür entscheiden, das Geld eher dem Staat zu geben, als es bei der Bank zu lassen. Die andere Vermögensklasse, die lange überhaupt keinen Spaß gemacht hat in diesem Umfeld von vor sich hin dümpelnden Realzinsen und der Erwartung an steigende Zinsen, ist Gold. Sie sehen es aber jetzt hier, Gold wieder mit einer massiven Aufwärtsbewegung. Hier könnte es sein, dass man diesen Negativtrend gebrochen hat, dass die Bedeutung von Gold wieder ansteigt. Global gesehen, viele Investoren haben ihre Goldpositionen in diesem Goldbärenmarkt der letzten Jahre abgebaut, sind also unterinvestiert und nun stellt man fest, A, wir sehen eine positive Kursbewegung und B, naja, es hat ja gut funktioniert, die Aktienmärkte sind gefallen, Gold ist gestiegen, also auch unter dem Aspekt der Risikostreuung, diese Vermögensklasse hat sich etabliert und könnte nun von steigendem Interesse hier entsprechend profitieren. Auf der anderen Seite, Sie sind hier in Rot dargestellt, der globale Aktienmarkt mit starkem Kursverfall, also das eben spiegelbildlich. Aktien werden verkauft, das ziemlich undifferenziert, da geht es nicht darum, ob die jetzt günstig bewertet sind, ob die teuer bewertet sind, ob das jetzt kleine Aktien sind oder höher kapitalisierte Aktien. Also wird insgesamt Tabula Rasa gemacht. Man schaut, wie kann man momentan seine Abhängigkeit im Portfolio von den globalen Aktienmärkten reduzieren. Und da wird eben Risiko abgebaut. Und das sehen Sie sowohl an den Aktienmärkten als auch bei den Anleihemärkten. Momentan wird auch viel darüber gesprochen, dass die Stärke des japanischen Yens, diesen Ausverkauf noch forciert. Die Begründung oder die Erklärungskette sieht aus wie folgt. Viele Investoren haben sich im japanischen Yen verschuldet. Der japanische Yen, eine sogenannte Niedrigzinswährung und eine Währung, bei der man von einer Schwäche ausgeht, weil die Notenbank sehr desperat ist, weil man über starke Wertpapierkäufe in den Markt eingreift, weil die Verschuldung in Japan exorbitant hoch ist. Dazu die demografischen Faktoren sehr, sehr negativ.
Und man hat sich also in dieser Währung verschuldet und hat gleichzeitig Vermögensklassen gekauft, von denen man eine höhere Rendite erwartet hat. Also zum Beispiel Aktien oder Hochzinsanleihen. Nun ist dieser japanische Yen im Wert gestiegen und dann haben sie natürlich das Problem, dass wenn die Währung, in der sie Schulden haben, im Wert steigt, dann steigen ihre Schulden analog mit. Also werden sie in diesem Umfeld Positionen abbauen. Das heißt, sie kaufen den japanischen Yen. Ceteris paribus steigt der im Außenwert und sie verkaufen gleichzeitig das, was sie auf Kredit erworben haben. Also das, was man auf Kredit erworben hat, wird verkauft. Dementsprechend könnte man sagen, die Kurse fallen. Und hier sehen wir dementsprechend, man kauft die Währung zurück. Und der Chart sagt dir nichts anderes, als dass der japanische Yen gegenüber den US-Dollar aufgewertet hat. Meines Erachtens ist das aber nicht der Grund für die aktuellen Kursbewegungen. Der Grund liegt darin, dass wir sehen, dass sich die Weltwirtschaft abschwächt, dass eine Rezessionsangst hochkommt, dass aus der US-Dollar-Sicht gedacht das Anlagejahr 2015 auch ziemlich mau war, also die Risikobudgets vielleicht auch ein bisschen kleiner, dann baut man mal ein bisschen Positionen ab, dann kommt die Verunsicherung dazu und da wir heute kaum noch langfristig orientierte Anleger haben, sondern auch diejenigen, die eigentlich sehr, sehr viel Zeit haben, die steuern ihre Portfolios sehr kurzfristig, sehr zyklisch über Stop-Loss-Limits, über elektronische Handelssysteme, über Risikomanagementsysteme, wo die erwartete Schwankungsbreite eingeht und da natürlich alle diese Kurzfristigkeit haben und dementsprechend entweder Positionen abbauen oder hier über die Terminmärkte sich absichern, sehen wir eben diese schnellen und harten Kursbewegungen und da sollten Sie keinesfalls probieren, momentan die Kursbewegung an den Kapitalmärkten in einen fundamentalen Kontext zu setzen, weil den werden Sie nicht finden momentan. Klafft es doch ein bisschen auseinander, das, was die Konjunkturindikatoren hier zeigen und das, was der Aktienmarkt uns demonstriert. Aber es sind eben Märkte, die von Menschen gemacht sind und die dann noch dazu durch die Maschinen und die höhere Technologisierungsgrad und Digitalisierungsgrad von einer weiteren oder stärkeren Bewegung hier natürlich betroffen sind. Und deswegen ganz klar, nicht alles, was plausibel ist, wie jetzt hier diese japanische Yen-Geschichte, ist jetzt gleich die Ursache, sondern sehen Sie es als eher als Trendverstärker. Ansonsten großes Thema natürlich auch noch Öl. Ich glaube, wir sind mittlerweile auf 12 oder 14 Jahrestiefs. Da gibt es ja jeden Tag eine neue Schlagzeile. Wir haben ja mal eine relative Betrachtung gemacht. Und zwar haben wir hier die Feinunze Gold dividiert durch ein Fass Rohöl dividiert. Und Sie sehen es hier dargestellt am rechten Rand. Sie haben sehr, sehr lange oder ich meine, mittlerweile glaube ich seit 30 Jahren nicht mehr so viel Öl pro Unze Gold bekommen wie aktuell. Also, da sehen wir mal die entsprechenden Bewegungen und auch, wie sich das innerhalb weniger Jahre drehen kann. Wenn wir hier mal schauen, vor einigen Jahren waren wir noch hier unten, da war es umgekehrtes Verhältnis und jetzt wirklich brutal umgedreht. Also von daher, diese Relation sollte man sich auch immer mal betrachten. Wenn wir nun das Ganze in einen sinnvollen Kontext einordnen, dann gibt es aus unserer Perspektive zwei Leitlinien, zwei Leitplanken analog dessen, was Sie von der Autobahn kennen. Zum einen schauen die Investoren natürlich auf die Konjunktur, zum anderen schaut man auf die Inflation, respektive aus der Inflation abgeleiteten Verhalten der Notenbanken, also hier der Fokus unserer Marktteilnehmer. Und wenn wir das mal betrachten, dann stellen wir fest, dieser Fokus, der schwankt natürlich extrem stark. Mal sind niedrige Energiepreise toll für die Konjunktur, mal sind niedrige Energiepreise sehr schlecht für die Konjunktur, da sie anzeigen, dass die Weltwirtschaft sich abschwächt. Also Sie sehen, teilweise werden gleiche Entwicklungen mit unterschiedlichen Argumenten bedacht im Zeitablauf und das unterliegt hier relativ starken Schwankungen. Wenn wir die aktuelle Situation betrachten, die Sie hier mit dem roten Kreis gezeichnet sehen, dann haben wir aus unserer Perspektive momentan einen sehr, sehr starken Fokus der Teilnehmer auf die Konjunktur. Und wenn wir uns das mal darstellen, dann sehen wir, okay, die Konjunktur, die trübt sich ein, der Welthandel geht ein bisschen zurück. Man stellt tendenziell fest, dass das verarbeitende Gewerbe sich schwerer tut als der Service-Sektor. Das könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass sich die globale Wirtschaft in ihrer Zusammensetzung ändert, weil Dienstleistungen sind eben lokal. Produktion und Exporte typischerweise eben natürlich eher international. Also das könnte schon sein, dass man sagt, hier verschiebt sich ein bisschen was in den Sektoren. Aber kommen wir zum Fokus. Konjunktur trübt sich ein. Wenn die Konjunktur sich eintrübt, sehen wir nachlassende Unternehmensgewinne. Wenn wir nachlassende Unternehmensgewinne sehen, dann stellen wir fest, dass insgesamt auch die Marktteilnehmer hinterfragen, na, sind dann die Bewertungen beispielsweise der Aktien noch angemessen?
Und tendenziell bei sinkenden Unternehmensgewinnen sieht man auch sinkende Preise der Aktien und im weiteren Verlauf wird sich das versuchen auszutarieren. Ich glaube, momentan für den marktbreiten S&P 500 als US-Index haben wir momentan einen Rückgang der Unternehmensgewinne von 10 bis 18% in den Kursen eingepreist. In der Finanzkrise hatten wir einen Rückgang der Unternehmensgewinne von 42%. Und ich glaube, man versucht momentan so ein bisschen herauszufinden, wo wir genau stehen, weil den meisten ist klar, dass wir nicht über eine neue Finanzkrise reden, aber auf der anderen Seite ist es auch klar, dass die Konjunktur sich ein bisschen abschwächt, weil wir auch Konjunkturzyklen haben und es wäre ja auch mal wieder normal, dass die Konjunktur sich abschwächt und dementsprechend hinterfragt man die Bewertung der Vermögensfonds und sagt, na gut, die sind vielleicht ein bisschen zu teuer geworden und wie gesagt, das meines Erachtens die Ursache und der Mechanismus der harten und schnellen Bewegungen, den habe ich ja bereits ausgeführt. Aber das wird sich ein bisschen ändern. Irgendwann werden die Investoren mal wieder auf das Thema Inflation schauen. Dann wird man sehen, okay, die Inflation bleibt niedrig. Warum man das glauben wird, das zeige ich Ihnen gleich. Wenn die Inflation niedrig bleibt, dann werden die Notenbanken weiterhin expansiv sein. Das heißt, die werden die Zinsen niedrig lassen. Die werden vielleicht die Strafzinsen für die Banken noch verstärken. Wir sehen gegebenenfalls weitere Ankaufsprogramme für Vermögenswerte. Und wenn man dementsprechend diesen Anlagenotstand wieder verstärkt, aufgrund dieser sehr, sehr niedrigen Zinsen, dann werden die Investoren irgendwann sagen, na gut, ich muss das Geld ja anlegen. Für Staatsanleihen bekomme ich nichts mehr, Unternehmensanleihen und Pfandbriefe bringen auch nichts. Ich habe gewisse Verpflichtungen, die ich erfüllen muss, entweder gegenüber meinen Versicherten, meinen Kunden, wenn sie aus Sicht einer Versicherung oder eines Versorgungswerkes denken, oder eben auch sich selbst gegenüber, wenn man aus der Perspektive denkt, dass sie ja selbst mit ihrem Vermögen langfristig eine gewisse reale Aufwertung haben möchten. Und dann wird man sagen, na gut, für eine höhere Rendite sind auch höhere Bewertungen okay. Und das ist jetzt einfach die Frage, wie weit kommt der Markt zurück, bevor die Stimmung von diesem desinflationären, rezessionsangstgeprägten Umfeld wieder umschlägt auf, oh, die Preise sind gefallen, die Bewertungen sind in Ordnung, auf der Inflationsfront passiert nichts, dementsprechend werden wir wieder kaufen. Und das zu timen, relativ schwierig, deswegen sollte man sich für beide Situationen meines Erachtens sinnvoll positionieren. Kurz zur Wirtschaft. Hier mal ein Index in die Citigroup berechnet, ein sogenannter Überraschungsindex. Hier schaut man, welche Konjunkturdaten werden denn erwartet, wie kommen die realen Konjunkturdaten rein. Und da stellen sie im Endeffekt fest, dass das hier doch eine massive Abwärtsbewegung gibt. Und das wird auch von vielen anderen Indikatoren bestätigt. Also sprich eine Abschwächung der Weltwirtschaft, das sehen wir definitiv. Die Frage ist, wie weit geht das Ganze? Und das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, ist es nicht auch normal, dass wir auch mal diese Abschwünge haben? Weil es war schon immer so, dass Konjunkturzyklen Wellen unterliegen, liegt ja auch schon im Namen begründet. Und das wird auch diesmal wahrscheinlich nicht anders sein. Die US-Zinsen, dieses Thema Zinserhöhung. Wenn man sich mal die aus den Kapitalmarktpreisen abgeleiteten Wahrscheinlichkeiten anschaut, dann muss man sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit von einer Null-Zinserhöhung in 2016, die wird mittlerweile am Markt ja mit rund 56% eingepreist. Und die Wahrscheinlichkeit von 4 Zinserhöhungen, was ja Ende 2015 noch relativ wahrscheinlich war, zumindest von der Meinung einiger Kommentatoren, die ist mittlerweile auf 0,1% gefallen. Also man sieht auch hier, die Notenbank in den USA passt sich der Situation an. Man wird das in der Rhetorik mit Sicherheit auf die internationale Komponente beziehen, aber wahrscheinlich hat die Notenbank vor einigen Jahren, das heißt vor einigen Jahren, vielleicht vor 2 Jahren, den Zeitpunkt verfasst, die Zinsen anzuheben und nun ist man eben hinter der Kurve. Hier sehen Sie die Inflationserwartungen, die man am Kapitalmarkt erwartet für 5 Jahre, in 5 Jahren. Und auch da sehen Sie im Trend seit einigen Jahren, diese Inflationserwartungen gehen konstant nach unten. Jetzt hier in der jüngsten Zeit nochmal ein deutlicher Abfall. Das ist ein Indikator, den die Notenbank natürlich auch betrachtet. Und das verstärkt meines Erachtens auch die Argumentationskette, die Sie vorher gesehen haben, dass sich im Zeitablauf der Fokus der Marktteilnehmer von, oh mein Gott, wir kriegen eine disinflationäre, rezessionäre Phase auf. Oh, wir kriegen doch nicht so eine harte Rezession und der Anlagenotstand bleibt uns erhalten, weil die Notenbanken die Zinsen niedrig lassen, wandeln wird. Also das sollte man im Blick haben. Aber auch das muss man ganz klar sagen, die Notenbanken haben kaum noch Futter übrig, wenn man das Ganze mit historischen Zeiten vergleicht. In Rot wiederum die Inflationserwartungen für die USA. In dieser gestrichelten dunklen Linie sehen Sie den Zins. Und Sie sehen, wir hatten schon häufiger mal diese wirklich niedrigeren Inflationserwartungen. Aber damals gab es halt eben auch hier oben noch Zinsen.
Und man konnte die Zinsen senken, um darauf zu reagieren. Als dann auch die Inflationserwartungen kollabiert sind im Rahmen der Finanzkrise, da hatte man auch noch diesen Effekt, dass die Zinsen von einem höheren Niveau gefallen sind. Ja, und aktuell sehen Sie die Richtung der Inflationserwartung, die geht wie gezeigt nach unten. Aber wir haben ja einen Zins, der ist ja schon auf Null. Also wo soll es noch hingehen? Also das ist ein großes Thema, was auch Marktteilnehmer verunsichert, weil man sagt, oh, wo soll das hingehen? Die Notenbank kann nicht gegensteuern. Deswegen wird man verstärkt auf die Politik schauen, auf die fiskalpolitischen Maßnahmen. Was könnte ein Katalysator wieder sein für eine positive Aktienstimmung? Ja, die Aktienrückkäufe von US-Unternehmen. Geschätztes Volumen für 2016 450 Milliarden US-Dollar. Aus Unternehmenssicht macht das natürlich Sinn. Ich bekomme Geld hinterhergeworfen. Ich kann mich günstig refinanzieren. Ich kenne die Renditen, die ich in meinem Unternehmen erwirtschafte. Wenn ich nun Aktien zurückkaufe, dann muss ich den bestehenden Gewinn auf weniger Aktien verteilen. Dementsprechend steigt mein Gewinn pro Aktie. Also aus der kaufmännischen Sicht ein durchaus sinnvolles Verhalten, was wir hier sehen. Und ich denke, sobald die sehr, sehr negative Marktstimmung sich mal ein bisschen normalisiert, dann werden es Grafiken wie diese sein, die wieder erläutern, warum es jetzt Sinn macht, in den Aktienmarkt einzusteigen. Aber damit Sie es eben schon mal gesehen haben. Grundsätzlich sind wir momentan als Aktionäre ziemlich arm dran und damit meine ich nicht, weil die Kurse in den letzten Wochen gefallen sind, sondern Sie sehen es hier dargestellt, die Anzahl der Tagesbewegungen im S&P 500 mit mehr als 3%, und da stellen wir fest, im Zeitraum 2001 bis 2014 mussten wir das häufiger ertragen als im Gesamtzeitraum von 1951 bis zum Jahr 2000. Also hier sehen wir die massive Erhöhung der Schwankungsbreite, ob es an dem eher gleichgerichteten Verhalten der Marktteilnehmer durch die Indexfonds, durch das Risikomanagement oder durch das Thema Nano- und Mikrosekundenhandel liegt, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. In 10 Jahren wird es wahrscheinlich eine Doktorarbeit geben, die uns erklären wird, warum es heute so ist, aber macht natürlich auch deutlich, dass das Schmerzensgeld bei den Aktionären relativ groß ist aktuell. Und wenn wir das mal nach vorne denken, dann müssen wir auch sagen, vor 10 Jahren hat man noch 4-5% sichere Verzinsung aufgegeben, um die Chance zu haben, am Aktienmarkt mehr zu verdienen. Und momentan muss ich eigentlich gar nichts aufgeben für die Chance am Aktienmarkt, weil ich habe ja ohnehin keinen Zins mehr. Gleichzeitig brauchen wir auch die höheren Renditen am Aktienmarkt für die kapitalgedeckte Altersvorsorge, für die demografische Entwicklung, für die Ruhestandsplanung in den westlichen Industrienationen. Also sprich, hier starke Spannungsfelder, die entstehen, die sich natürlich auch emotional stark auf die Anleger auswirken. Und wenn Sie dann natürlich noch im gefühlten Minutentakt irgendwelche Push-Benachrichtigungen von irgendwelchen Nachrichtensendern bekommen und Sie schauen gleichzeitig in Ihr 24 Stunden verfügbares Online-Depot, wie sich jetzt was auf Ihre eigenen Werte ausgewirkt hat, dann muss man ganz klar sagen, das sind natürlich emotional große Herausforderungen für Anleger. Deswegen ist es umso wichtiger, die Anlagestrategie sauber herzuleiten. Kommen wir zur letzten fachlichen Folie, dargestellt für den globalen Aktienmarkt ohne Dividende. Mit Dividende wäre es ein bisschen besser, aber was sehen wir hier? Wir stellen fest, dass wir in den letzten 36 Jahren hatten wir 12-mal eine Korrektur, die haben im Schnitt 14% Verlust gebracht. Wir haben 121 Tage gebraucht, bis wir uns erholt haben. Im Bärenmarkt, den hatten wir 7-mal, im Schnitt ging es 33% nach unten. Im Schnitt haben wir 800 Tage gebraucht, um uns zu erholen. Und das soll Ihnen einfach mal ein Gefühl geben, wobei klar ist, das sind Durchschnittswerte und die Durchschnittswerte verzerren natürlich immer das, was man selbst erlebt, aber meines Erachtens die richtige Erwartungshaltung an den Aktienmarkt ist grundsätzlich von allen Einschätzungen und Meinungen sinnvoll und vor allem auch den Zusammenhang, den Sie hier in dieser Zeile sehen, dass wir in den letzten 36 Jahren haben wir rund 30% aller Handelstage für den globalen Aktienmarkt, also einen durchaus sehr diversifizierten Aktienmarktindex, rund 30% haben wir entweder in Korrekturen oder in Bärenmärkten verbracht. Und wenn Sie das mal in Zusammenhang sehen oder in den Kontext der Kalenderwoche, dann stellen wir fest, die Woche hat 7 Tage. 30% von 7 Tagen sind ungefähr 2 Tage, also ungefähr das Wochenende, Samstag, Sonntag. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich während Ihrer Anlageperiode, wenn Sie langfristig denken, in einer Korrektur oder einem Bärenmarkt befinden, die ist genauso wahrscheinlich wie das, wir das Wochenende im Anschluss an den letzten Werktag, eben den Freitag, haben. Also meines Erachtens, das ist die richtige Thematik. Ja, meine Damen und Herren, anbei noch das Fazit. Was tun wir für Sie? Ein bisschen Werbungsteil am Schluss. Sie können es in Ruhe nochmal durchschauen. Wir beenden jetzt die Aufzeichnung und gehen jetzt noch die Fragen durch. Ich bedanke mich für Ihr Feedback und wünsche Ihnen vor allem auch ein schönes und ein sinnvolles Wochenende. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.